Vor 10 Jahren bin ich Präsident der Region Rorschach-Bodensee. Ich mag mich erinnern an ein Gespräch zu St. Gallen mit der damaligen Stadträtin Elisabeth Biri. Am Schluss von dem Geschäft, das wir behandelt haben, hat sie gesagt, wäre das nicht gescheit, wenn wir die beiden Regionen zusammenschliessen würden. Ich habe kurz gestockt und nachher gesagt, müssen wir machen. Die Idee für die Region St. Gallen, Appenzell-Ausserrhoden, ist entstanden, wie wir gesehen haben, damals als Vereinigung der Gemeinden der Region St. Gallen, dass unser Agglo-Raum und unsere Region eigentlich viel weiter geht. Und dann haben wir einfach auch gemerkt, dass es nicht lange einfach nur Raumplanung zu machen, sondern dass es wichtig ist, halt die Wirtschaft mit einzubeziehen. Die Region hat bei der Gründung natürlich einfach den Charakter gehabt, von den Raumplanungsregionen zusammenzufassen. Und vor allem hat sie den grossen Zweck gehabt, Politik und Wirtschaft in einem Gefäß gemeinsam abzubilden. Wo es zur Gründung kam, ist von den beiden Vereinen, also der Verein der Region und der Verein der Wirtschaft, waren wir ein ganz kleines Grüppli. Wir waren dort ja noch nicht alle 47 Gemeinden gewesen. Und von der Wirtschaft waren relativ wenig dabei, nämlich erst WISC und der Gewerbeverband und der HEF. Und das andere ist dann nachher mit der Zeit gewachsen. Die Vision vor 10 Jahren war definitiv, dass wir gesagt haben, die Region wird wahrgenommen. Außerhalb der Region, aber auch innerhalb der Region, die Organisation. Also das Gespüren von, wenn man zusammen etwas in die Hand nimmt und wenn man ein klares Ziel vor Augen haben, in ganz bestimmten Teilen fokussiert, dann erreichen wir etwas mehr, wenn wir grösser sind. In meinem Erinnerungsvermögen war der Anstoss zur Gründung der Region, dass die Agglo-Programme gekommen sind, wo man einerseits das hat koordinieren in der Region, aber andererseits auch Kräfte bündeln, um das Geld in Bern abzuholen. Die Motivation für mich war damals, dass nur so überhaupt möglich war, an einem regionalen Denken ein Gefäß zu geben. Die Lösung hat mich überzeugt. Eine Geschäftsstelle, die finanziert ist, budgetiert ist, 2 Träger, die Einfluss nehmen können. Und dann hat man sich gar nicht auf das Leitungsgremium von 4 Leuten. Und ich war dort dann Co-Präsident, zusammen mit dem Thomas Scheitlin am Anfang. Motivation oder der Auslöser für den Zusammenschluss, der ganze Zusammenschluss, war eigentlich auch eine Zusammenarbeitsform. Man hat gesagt, wir sind ein Raum und haben gefunden, wenn wir das schon zusammenbinden wollen, dann ist es uns wichtig, dass wir auch eine gemeinsame Sprache haben, dass wir miteinander da diskutieren, miteinander reden. Die Region hat sich meiner Ansicht nach stark weiterentwickelt. Am Anfang war es einfach ein Zusammenschluss von Gemeinden. Und heute ist es doch ein Zusammensein im Sinne von gemeinsamen Projekten lösen. Und nicht nur Raumplanungsprojekte oder Agglo-Projekte, sondern auch touristische Projekte und ganz verschiedene Themen einmal gemeinsam können zu bearbeiten. Heute hat sich das natürlich massiv weiterentwickelt, indem es zum Teil gesetzliche Aufgaben übernommen hat als Region, als Konstrukt, Wirtschaft und Politik und hat so viel mehr auch formellen Charakter und hat ganz viele Themen, die ich heute gar nicht wüsste, wo die könnten abgehandelt werden, wenn in der Region. Heute sind wir doch wesentlich grösser mit diesen 47 Gemeinden und haben auch mehr Wirtschaftsverbände, die bei uns aktiv mitarbeiten, die Mitglied sind. Wenn man jetzt 10 Jahre zurückschaut, hat sich der Zusammenschluss sicher bewährt. Wichtig ist vor allem, dass man eine Gesamtsicht bekommt für den ganzen Landesteil. Der Zusammenschluss muss man rückwirken, dass er sicher Sinn gemacht hat. Und dass es jetzt 10 Jahre hebt und offenbar auch so aussieht, wie es längerfristig auch hebt, ist eigentlich ein Zeichen, dass man es gut aufgefädelt hat. Das Zusammengehen der Region ist ein absoluter Gewinn. Wenn wir heute sehen, was wir für Kräfte auf den Boden bringen, gemeinsam, wenn wir sehen, was wir gemeinsam lösen können, wenn wir sehen, wie wir gemeinsam unterwegs sind, auch Kommunikation oder Diskussionskultur hat sich unter den Gemeinden aus meiner Sicht massiv verändert. Wir sind offener geworden, wir diskutieren miteinander über Themen, die über Gemeindegrenzen ausgehen. Die Entwicklung hat sich gelohnt. Ich denke vor allem, die Geschäftsstelle hat sich etablieren können, hat wesentlich mehr erreicht, glaube ich, inzwischen, als wir uns vielleicht am Anfang vorgestellt haben. Ich finde, es hat sich gelohnt.